endloser Regenwald. Das ist Guyana im Norden Südamerikas. Seine Flüsse, ein Eldorado der Natur. Hier leben die Riesen des Urwaldes. Tapir, Anaconda, Kaiman und Harpier. Zwei Tierfilmer machen sich auf zu einer abenteuerlichen Expedition, um mehr über das Leben einer der größten Echsen der Erde zu erfahren. Sie suchen den gigantischen schwarzen Kaiman. Und mehr misst das größte Tier Amerikas. Mit einem Gewicht von über einer Tonne ist er schwerer als Bison und Grizzly. Der Mohrenkaiman. Ein Knochenpanzer schützt Kopf und Rücken. Die größten Exemplare leben im Oberlauf des Essequibos. Abtauchen und anschleichen. Wasser ist ihr Element. Die mächtigen Kiefer zermahlen mühelos Knochen. Kaimane fressen alles. Fell, Haut und Fleisch. Futterneid, Fehlanzeige. Große Beute können Kaimane nicht allein zerkleinern. Jeder möchte möglichst ein großes Stück ergattern. Sie verbeißen sich in einem Muskel und drehen sich schnell um die eigene Achse. Das geht so lange, bis sich ein Stück Fleisch ablöst, das sie schlucken können. Jetzt sind alle Echsen satt. Rainer Bergomatz und Young Sandy auf der Suche nach dem mächtigsten Kaiman Guyanas. So, Rainer, you have to jump out. Wochenlange Trockenheit hat den Pegel des Rupononi sinken lassen. Ein Tritt auf den giftigen Stachelrochen kann in der Wildnis tödlich sein. Dann ist die Sandbank überwunden. Die Fahrt kann weitergehen. Young ist am Ruponuni aufgewachsen. Jeder kennt hier jeden. Der Fluss ist die einzige Verbindung zwischen den Dörfern. Er ist der Mittelpunkt im Leben der Menschen, ob als Transportweg oder Badewanne. Die meisten Kaimane hier sind um die 3 Meter lang. Sie haben sich auf die Menschen eingestellt. Tagsüber gehen sie ihnen aus dem Weg. Doch sie haben alles im Auge. Nachts, so sagen die Indianer vom Fluss, sind die Kaimane mutiger und kommen aus ihren Verstecken. Rainer und Young begleiten die Männer des Dorfes bei ihrer Suche.
Mit starken Strahlern kann man die Echsen leicht finden. Wo Licht ist, sind Menschen. Der Kaiman flüchtet. Sie wollen ein besonders großes Tier finden, das immer wieder in die Nähe des Dorfes kommt. Die Männer haben Angst um ihre Familien, aber auch um die Haustiere. Pech gehabt. Dieser hier ist nur 3 Meter lang. Der Riese bleibt untergetaucht. Für die beiden Tierfilmer geht die Reise weiter. Dort, wo sich das schlammige Wasser des Riva mit dem teebraunen Essequibo vereinigt, lassen sie bewohntes Gebiet hinter sich. Das Abenteuer beginnt. Majestätisch erheben sich die Trauerscherenschnäbel. Die eleganten Flieger haben die größte Spannweite aller Scherenschnäbel. Ihr Ziel liegt mehrere Tagesreisen stromaufwärts, außerhalb der Reichweite. Von Jägern und Fischern hoffen sie, die großen Kaimane zu finden. Der Jabiru begleitet sie ein Stück. Die Tiere bekommen nur selten Menschen zu Gesicht und haben deswegen keine Angst vor dem Boot. Ein stattliches Tier. Aber noch lange kein Riese. Es wird Zeit, sich nach einem Lagerplatz umzusehen. Den ganzen Tag Motorengeräusch und Sonne. Die Männer sind müde. Morgennebel. Bereits um 5 Uhr wird es hier hell. Trauerscherenschnäbel rasten nach der nächtlichen Jagd. Die Auswahl der richtigen Route spart Zeit. Weiter geht es stromaufwärts. Die beiden Tierfilmer kommen nah an den kleinen Kaiman heran. Mit weniger als 2 Metern Länge ist er noch ein Jugendlicher. Beim Schlupf misst ein Kaiman 25 cm. Jedes Jahr seines Lebens wächst er dann um bis zu 30 cm. Entlang des Flusses bietet der Wald besonders viel Deckung. Hier hoffen Rainer und Jan, fündig zu werden. Rainer ist diesmal der Steuermann. Zunächst entdecken die Männer nur harmlose Vegetarier, Wasserschweine, die größten Nagetiere der Welt. Die schäferhundgroßen Tiere sehen aus wie überdimensionale Meerschweinchen. Kein Wunder, denn sie sind ihre nächsten Verwandten. Die Tiere leben stets in Wassernähe, schwimmen und tauchen ausgezeichnet. Sie verbringen einen Großteil des Tages im Wasser. Ihr indianischer Name lautet Capybara. Das bedeutet so viel wie Herr des Grases. Ein passender Name für einen Grasfresser. Ohren, Augen und Nase liegen weit oben am Kopf. Über der Wasserlinie. Die Anaconda wittert interessiert. Alles über 3,5 Meter Länge sind Weibchen. Männchen werden nie so groß. Ihre Körpertemperatur hängt von der Umgebung ab. Ein Sonnenbad kurbelt den Stoffwechsel an.
Yang liebt Schlangen. Hold her. All right, it's very strong. 5 Meter geschmeidige Muskeln. Die Anaconda entkommt spielend Yangs Griff. Ein Flussungeheuer, aber leider nicht der gesuchte Kaiman. Rainer und Yang wollen ihr Glück jetzt in einem Altarm des Essequibo versuchen. Selbst Yang ist noch nie so weit stromaufwärts vorgedrungen. Sie werden mit einer besonderen Entdeckung belohnt. Ein Stein mit eingeritzten Zeichen. This is a sign from the ancient time. Rätselhafte Figuren aus längst vergangenen Zeiten. Ein Zeichen für jeden, der hier vorbeikommt. Die starke Verwitterung zeigt ihr hohes Alter. Aber auch Yang weiß nicht, welche Bedeutung die Zeichen haben. Sie belegen nur, dass dieser Altarm einst die Hauptader des Essequibo war. Das abgetrennte, strömungslose alte Flussbett wächst langsam zu. Riesenseerosen bilden einen festen Teppich. Ihre Blätter können 1 Meter Durchmesser erreichen. Die Altarme sind ein wichtiger Lebensraum für Vögel und Insekten. Sie sind besonders fischreich. Luftpolster an der Unterseite tragen die haltbaren Blätter der Riesenseerosen. Die kopfgroßen Blüten öffnen sich nur an 2 Abenden und färben sich im Verblühen rosafarben. Die Altarme sind die Kinderstube des Essequibo. Gut getarnt wachsen hier die Babys der schwarzen Kaimane heran. Auch Rainer macht sich unsichtbar. Ihm ist ein Kaiman aufgefallen, der sich seit Tagen kaum von der Stelle bewegt hat. Er scheint einen Laubhaufen zu bewachen. Ist das sein Nest? Dieser Kaiman ist gut 4 Meter lang und ist sicher erwachsen. Aufmerksam beobachtet er die Umgebung, denn Kaimaneier finden viele Liebhaber. Das Pecari gehört auch dazu. Der Allesfresser durchwühlt in typischer Schweinemanier den Boden. Der Kaiman lässt das Nabelschwein nicht aus den Augen. Noch begnügt es sich aber mit Wurzeln. Der Bau des Kiefers erlaubt dem Tier, das Maul in einem Winkel mehr als 90 Grad zu öffnen. Der Kaiman wittert Gefahr für sein Gelege und geht zum Angriff über. Dem fühlt sich das Pecari nicht gewachsen, es flüchtet. Auf dem Rückweg wird auch Rainer unter die Lupe genommen. Bis auf 2 Meter traut sich die große Echse heran. Oh.
Quiekend rufen sich die jungen Kaimane bereits im Ei. So stimmen sie den Schlupftermin ab. Wie viele Junge schlüpfen, hängt auch vom Alter der Mutter ab. 60 wurden schon in einem Nest gezählt. Innerhalb von 10 Minuten sind alle aus dem Ei gekrochen. Gemeinsam marschieren sie zum Wasser. Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden. Das Jagen muss ihnen niemand beibringen. Sofort schnappen sie nach allem, was sich bewegt. Kleine Fische, Insekten oder Amphibien. Was ins Maul passt, wird gefressen. Mit 30 cm Länge sind sie selbst nur ein Happen. Der Bananenfisch, ein Wels, greift lautlos von unten an. Er ist nur einer von vielen Feinden. Nur jeder 10. Kaiman überlebt das erste Jahr. Dichte Vegetation säumt die sonnenbeschienenen Ufer des Altarms. Stacheln an der Unterseite schützen die Seerosen vor gefräßigen Fischen. Riesenotter schätzen den Fischreichtum des Altarms. Einer kommt selten allein. Die Indianer erzählen viele Geschichten, wie Riesenotter Krokodile nur durch ihre Zahl verjagt haben. Die großen Marder sind die schärfsten Nahrungskonkurrenten der schwarzen Kaimane. Beide lieben Fisch. Angeblich lassen sich Riesenotter sogar junge Kaimane schmecken. Die geselligen Tiere leben in Großfamilien und gehen gemeinsam auf die Jagd. Das Blatt der Riesenseerose trägt die 30 Kilo schwere Schlange ohne Probleme. Indianer erzählen, dass Anaconda und Kaiman sich gegenseitig jagen. Die Würgeschlange wartet geduldig, bis ein Beutetier ihren Weg kreuzt. Das Beutetier stirbt innerhalb weniger Sekunden am Schock. Die Anaconda braucht eine halbe Stunde, um ihre Nahrung zu verschlingen. Dafür hält die Mahlzeit umso länger vor, bis zu einem halben Jahr. Das Männchen wandert immer seiner Nase nach. Er wird von den Duftstoffen eines paarungsbereiten Weibchens angelockt. Andere waren schneller. Die deutlich kleineren Männchen umschlingen das 6 Meter lange Weibchen und bilden so einen Paarungsball. Das Weibchen paart sich immer mit mehreren Männchen hintereinander. Die Männchen paaren sich nur mit ihr. Musik
Nach einigen Tagen löst sich das Knäuel auf. Die Jungtiere werden nach einer Tragzeit von 6 bis 8 Monaten lebend geboren. Die Wurfgröße nimmt mit der Größe der Weibchen zu. Der Wurf eines 6,5 Meter langen Weibchens besteht aus 70 oder mehr Jungschlangen. Jede selbst fast 1 Meter lang. Anaconda-Weibchen investieren viel Zeit und Energie in ihren Nachwuchs. Deshalb werden sie nur alle 2 Jahre trächtig. Der Altarm wimmelt nur so von Kaimanen aller Größen, die friedlich zusammenleben. Ian kann den Hilferuf der Babykaimane perfekt nachahmen. Sofort eilen die älteren Tiere zu Hilfe, Männchen wie Weibchen. Bis zum Alter von etwa 4 Jahren können die jungen Kaimane auf die Hilfe der Älteren zählen. Sie drohen, kommen aber nicht näher. Yang weiß, dass die Reptilien Laute zu deuten vermögen. Mit Tonaufnahmen startet er ein Experiment. So klingt eine Rotte Pekaris. Die Kaimane suchen nach der vermeintlichen Beute. Zielstrebig halten die Echsen auf Rainer und Yang zu. Fünf Kaimane nähern sich. Dann kommen die Rufe von Riesenottern. Sie reagieren schnell und deutlich. Riesenotter will kein Kaiman treffen. Rasch sind die Kaimane verschwunden. Rainer sucht im Wasser die wichtigsten Beutetiere der Kaimane, Piranhas. Dieser rote Piranha ist winzig im Vergleich zu seinem Vetter, dem bis zu 1,5 Meter großen schwarzen Piranha. Kaimane sorgen dafür, dass diese Raubfische nicht überhand nehmen. Ein neuer Köder muss her. Die kleine Salmler-Verwandtschaft ist als erstes am Fisch. Dann geht der große Schwarze an den Haken. Ein zäher Brocken. Piranhas werden in Guyana oft gegessen. Dann hat Rainer eine besondere Begegnung unter Wasser. Eine Schule Arapaimas. Sie sind mit die größten Süßwasserfische der Welt und schmackhafte Speisefische. Nur wenige erreichen heute noch eine Länge von knapp 3 Metern. Die Schwimmblase der urzeitlichen Fische ist zu einer Art Lunge umgewandelt.
Die Kiemen allein reichen zur Atmung nicht mehr aus. Er muss an die Oberfläche Luft schnappen. Im Wasser würden sie ertrinken. Dann entdeckt Rainer plötzlich einen gigantischen Kaiman. Er sieht sich um, ob weitere Kaimane in der Nähe sind. Fünf Meter geballte Muskelkraft. Mensch und Monster mustern sich. Ohne Vorwarnung kommt der Kaiman näher. Ein perfektes Pokerface. Nichts verrät, was er als nächstes vorhat. Der Kaiman entschließt sich, den Eindringling zu ignorieren. Rainer will noch näher an das Tier herankommen. Das geht aber nur mit einem besonderen Angebot. Fisch. Die Futterreste der Riesenotter sind hervorragende Köder. Sie nehmen sie mit. Kaimane sind clever. Abwarten heißt die Devise. Nur zögerlich nehmen sie die Köder an. Dann siegt die Gier. Genau beobachtet er das Ufer, als ob er die Anwesenheit von Rainer und Yang spüren könnte. Die Echsen lernen, dass ihnen keine Gefahr droht. Außerdem haben sie Verbündete, Geier. Die Anwesenheit der wachsamen Vögel gibt ihnen Sicherheit. Die Geier wissen genau, wie nah sie kommen dürfen. Jetzt kann das nächste Experiment beginnen. Wie hoch können die Tiere aus dem Wasser springen? Am Fluss erzählt man sich, dass Kaimane Vögel aus den Bäumen pflücken. Das reicht bestenfalls für einen Bonsai. Die großen Echsen wirken richtig schüchtern. Dann übernimmt ein großes, altes Tier. Der kleinere überlässt dem Ranghöheren den Köder. Der macht kurzen Prozess. Yangs Neugier wurde voll befriedigt. Bei Kaimanen herrscht eine strenge, aber simple Rangordnung. Der Größte gibt den Ton an. Moschusenten in der Mauser. Bis ihre Schwungfedern nachwachsen, können sie nicht fliegen. Als würden die Kaimane das erkennen, versammeln sie sich zahlreich zur Jagd. Wenn die Rangordnung geklärt ist, gibt es nur selten ernsthaften Streit. Ein kleiner Schlagabtausch sorgt für klare Verhältnisse innerhalb der Gruppe.
Die Ente schwimmt um ihr Leben. Der Kaiman spielt mit der Ente wie die Katze mit der Maus. Erschöpft taucht sie ab. Ein tödlicher Fehler. Der Kaiman verschlingt sie mit Haut und Federn. Mit bis zu 320 Kilo und mehr als 2 Metern Körperlänge ist ein ausgewachsener Tapir für einen Kaiman als Beute zu groß. Tapire verbringen den größten Teil des Tages im Wasser. Dort finden sie genügend Grünzeug, um ihren immensen Hunger zu stillen. Die plump wirkenden Tiere sind berüchtigt für ihre jähen Temperamentsausbrüche. Noch schnell das Revier markiert, dann zieht es weiter. Anders als der europäische Fischotter sind Riesenotter tagaktiv. Sie kommen von der gemeinsamen Jagd zurück. Die Mitglieder der Ottergruppe treiben sich die Fische gegenseitig zu. Vor der Höhle wartet schon das jüngste Mitglied der Familie. Es ist noch zu klein, um zu jagen. Lautstark schreit er nach Futter. Doch der kleine Riesenotter muss sich gedulden, bis seine Mutter satt ist. Riesenotter jagen gemeinsam, fressen aber alleine. Erst in ein paar Monaten wird er mit seiner Familie zusammen jagen können. Bis es soweit ist, muss er sich auf das Jagdgeschick der Großen verlassen. Abendstimmung am Essequibo. Yang und Rainer brechen zu einer nächtlichen Expedition auf. Sie paddeln leise, um die Tiere möglichst wenig zu stören. Nach Einbruch der Dunkelheit sind Kaimane besonders aktiv. Mit Nachtsichtgerät und Infrarotscheinwerfern wollen Rainer und Yang das nächtliche Treiben beobachten. Seine Haut leuchtet. Warum? Das ist unklar. Schon blitzen etliche Kaimanaugen im Lichtkegel auf. Eine spezielle Schicht im Auge reflektiert Licht. So kann das Kaimanauge jeden Lichtstrahl nutzen. Die Echsen können im Dunkeln sehen. Plötzlich stürzt einer an Land. Er sieht, was der Kamera verborgen bleibt. Die Kamera braucht mehr Licht. Den Kaiman irritiert der Scheinwerfer. Er geht zurück in den Fluss. Dort fühlt er sich sicher. Scheinbar regungslos liegt er im Wasser. Nur der Schwanz bewegt sich. Ohne eine Welle zu machen, schwimmt er vorwärts. Dann taucht er ab und verschwindet. Das Pecari dagegen bleibt im Licht ganz gelassen. Beinahe hätte Yang ihn übersehen. Lautlos hat er sich dem Boot genähert.
Nachts sind deutlich mehr Kaimane unterwegs als am Tag. Der Vollmond ist jetzt hell genug für die Kamera mit dem Restlichtverstärker. Keine Lampe stört den Kaiman. Dieser fühlt sich unbeobachtet. Er taucht direkt neben dem Boot auf. Ein Riese. Das Boot misst 7 Meter. Der Kaiman ist fast genauso lang. Rainer und Yang haben ihn tagsüber noch nie bemerkt. Am nächsten Morgen will Rainer auf Tuchfühlung mit den Kaimanen gehen. Er hofft, dass der Anzug die Kaimane täuscht und sie ihn nicht als Menschen erkennen. Es ist ein Tarnanzug für Scharfschützen. Die Fransen verbergen seine Körperform. Im seichten Wasser reicht der Schnorchel. So will er auf die Kaimane warten. Mit der handlichen Unterwasserkamera will er seine Begegnungen mit den Kaimanen aufzeichnen. Jetzt heißt es warten. Von oben sieht Rainer tatsächlich wie ein Haufen Seegras aus. Allmählich beruhigen sich die Tiere. Mit nur 25 Grad Celsius ist das Wasser deutlich kühler als Rainer. Er beginnt zu frieren. Wie lange wird er es aushalten? Die ersten Geier treffen am Köder ein. Sie signalisieren den Kaimanen, dass die Luft rein ist. Nach und nach tauchen auch die Echsen auf. Abwarten und beobachten. Typisch Kaiman. Der erste kommt näher. Gelingt die Täuschung? Der Kaiman geht zum Köder. Noch am Ufer verschlingt er den Fisch. Kaimane können nicht kauen. Er muss ihn im Stück verschlingen. Warum geht er jetzt zurück? Glück gehabt. Plötzlich ist der andere Kaiman da. Er streift fast die Linse. Ein gigantisches Tier. Er frisst seinen Fisch im Wasser. Rainer wagt sich nicht zu rühren. Er ahnt die Nähe der Echse mehr, als dass er sie sieht. Ob er spürt, dass ein Mensch neben ihm liegt? Die verwundbare Bauchseite des Kaiman.
sein Vorderfuß. Der riesige Kiefer, ganz nah. Wo hört er auf? Plötzlich bewegt er sich. Er holt sich noch einen Fisch. Kaltblütig folgt Rainer mit der Kamera. Jetzt, wo alle Fische weg sind, verlieren die Kaimane das Interesse. Rainer kann auftauchen. Yeah, Rainer, I have a bit there. That was a big one, eh? Yeah. Zweieinhalb Mal so lang wie Rainer ist die Echse, also gut über 5 Meter. Ein riesiges, mächtiges Tier. Schon die Füße waren sehr, sehr groß. Rainer zittert noch immer vor Kälte oder ist es wegen des Abenteuers? But we got it finally. Great shot, yeah. Die Männer sind glücklich. This was a real adventure. Sie haben es geschafft, das größte Tier Südamerikas zu filmen. Tief im Regenwald Guyanas.